Herzlich willkommen zu Enderal, der großen neuen Total Conversion Mod für Skyrim. Heute für alle released, die bekannten Let's Player haben es natürlich schon vorher gekriegt. Und ich möchte das auch gerne spielen. Ich bin momentan sowieso auf so einem Skyrim-Trip und habe jede Menge Spaß da wieder. Und ich möchte auch mit Enderal jetzt mal was Neues probieren. Ich habe es schon oft bei anderen Let's Playern gesehen. Meistens habe ich jetzt auf Englisch geguckt, aber das ist egal. Und zwar spielen einige solche Spiele als richtiges Rollenspiel. Das heißt, sie kommentieren das Spiel nicht üblich wie Let's Play und quatschen über das Spiel, sondern sie reden in Character, als wären sie der Charakter im Spiel. Und genau das möchte ich auch mal versuchen. Und wie gesagt, das ist jetzt so der erste Versuch für mich. Und ich werde das machen, wenn es euch gefällt. Und solange es mir gefällt, soll es dann wirklich nicht gut ankommen. Oder ich komme einfach zu doof oder ich merke, ich komme nicht wirklich rein ins Rollenspiel. Dann schalten wir einfach um, machen es als normales Rollenspiel. Und von jetzt an werde ich dann nur noch versuchen, in Character zu reden. Es wird wahrscheinlich ein paar Folgen dauern, bis ich dann wirklich drin bin. Und nicht wundern, also was ich bei vielen so Rollenspielern gesehen habe, ist, dass die halt permanent die Gedankengänge des Charakters quatschen. Also da ist ein unendlicher Redefluss, aber ich möchte es jetzt so halten. Ich meine, wenn ich jetzt durch die Straße laufe und gucke mich um, ich kommentiere beim Kopf jetzt auch nicht, oh, rotes Haus, oh, geiles Auto, ja gut, vielleicht geiles Auto, sowas schon, aber sonst irgendwas. Es kann auch einfach mal sein, dass man ein paar Minuten rumrennt, ohne großartig irgendwas zu kommentieren, dass ich jetzt nicht sage, schöner Tag die ganze Zeit oder sonst irgendwas. Mal gucken, wie es wird. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und ja. Was für ein langer Tag. Es wird Zeit. Ich gehe mal nach Fortislin. Ich bekomme langsam Hunger. Genug gearbeitet für heute. Vater immer noch am Arbeiten. Ich denke, manchmal sollte ich mir eine Scheibe von ihm abschneiden. Aber was ist das? Wieso ist Blut auf dem Hackstock? Oh, hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Und, mein Kind, wie war die Suche? Hast du es finden können? Schade. Vielleicht suchst du ja einfach nur an den falschen Orten. Hast du daran schon mal gedacht? Naja, wer weiß. Ich schlage vor, du gehst jetzt erstmal rein und schaust, ob du Mutter drinnen ein wenig beim Kochen zur Hand gehen kannst. Der Schöpfer war nämlich heute gnädig zu uns und hat mir einen dicken, fetten Elch vor den Bogen getrieben. Alles klar? Alles klar, Elch klingt super. Ich habe einen Kohldampf, ich könnte den ganzen Elch alleine verschlingen. Was? Was war das? Was geht hier vor? Was?
Was ist das für ein Bild? Irgendwas stimmt hier nicht. Mir läuft es gerade eiskalt den Rücken runter. Warum ist es so viel Blut? Das kann doch nicht nur von diesem Elch sein. Vater? Vater? Oh weh, ich hatte ganz vergessen, was das für eine Sauerei hier drin ist. Aber übertrieben habe ich nicht, oder? Ein richtiges Prachtstück der Gute. Also, dann würde ich mal sagen, wir machen uns an die Arbeit, oder? Aber was ist mit Mutter und Schwesterchen? Was? Ach siehste, das habe ich total vergessen. Die sind doch tot, weißt du nicht mehr? Du hast sie damals ermordet, alle beide. Aber ist doch eigentlich auch egal, oder? Was passiert ist, ist passiert. Und so bleibt immerhin mehr Fleisch für uns übrig. So, weißt du noch, wie das geht? Erst weg mit der Haut, dann auf mit dem Bauch. Dann raus mit den Gedärmen. Ich suche in der Zeit nach einem schönen, großen Messer, damit wir ihm den Kopf abtrennen können. Den will ja niemand essen. Vater, wovon redest du? Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe die beiden nicht getötet, es waren die Männer mit den Masken. Ach, mein Dummerchen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es. Ich weiß es noch ganz genau. Als erstes hast du Schwesterchens Krippe angezündet. Sie hat doch dann so schrecklich laut geschrien, weißt du nicht mehr? Mutter hat es mitbekommen und wollte sie retten. Das ist nicht wahr. Als sie endlich oben war, war da nur noch verbranntes Fleisch übrig und... Das ist deine Lüge. Warum kommst du immer wieder mit der alten Geschichte? Kannst du mir das mal erklären? Du weißt doch, wie unglücklich es mich macht, wenn du das tust. Du hast sie ermordet. Punkt aus, fertig. Und egal, wie oft du es abzustreiten versuchst, es ändert nichts daran, verstehst du? Gar nichts. Und jetzt lass uns bitte endlich essen. Ich bin so verflucht hungrig. Ich habe die beiden nicht getötet. Es waren die Männer mit dem Maskenvater. Wie oft denn noch? Du musst mir glauben, ich habe sie nicht getötet. Beim Namen des Schöpfers. Was sollen diese Lügen? Reicht es denn nicht, dass du uns ermordet hast? Musst du mir auch immer und immer wieder mit diesem verdammten Gejammerer auf die Nerven gehen? Manchmal wünschte ich, der Schöpfer hätte mich nur ein klein bisschen weniger barmherzig, ein klein bisschen weniger gutgläubig geschaffen, weil ich dann nämlich rechtzeitig erkannt hätte, dass du von Sünde befleckt bist. Und anstatt dich großzuziehen, durchzufüttern und dir Liebe zu schenken, hätte ich dich gleich nach deiner Geburt in den Pferdetrog gesteckt, so wie es richtig gewesen wäre. Ja, ich hätte dich töten sollen. Ich hätte dich einfach töten. Warte, warum sagst du das? Genauso wie du uns getötet hast. Was geht hier vor? Jetzt glaubst du wärst sicher, weil wir alle unter der Erde liegen, was? Nein! Na dann hör mal gut zu, mein Kind. Da hast du dich geschnitten. Und weißt du auch warum? Weil die Toten nicht vergessen. Was? Hörst du? Die Toten vergessen nicht. Und jetzt genug des Geredes. Was ist hier los? Ich will endlich essen. Bring mir das Fleisch, du Vater. Verzogenes Balk. Bring es mir. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, das muss ein Traum sein. Knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Beginnen wir mit einer Frage. Vielleicht wird sie euch simpel erscheinen, aber dennoch bitte ich euch, darüber nachzudenken. Was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Für nun jedoch beginnen wir diese Geschichte, wo eine andere vor 3 Jahren endete. Beim Fall der Lichtgeborenen. 4000 Jahre hatten sie über diese Welt geherrscht. 7 Arkanisten, durch Magie unendliches Leben erlangt hatten. Sie gaben der Menschheit in einer Zeit des Chaos das, was sie ihrer Meinung nach brauchte. Eine harte, aber beständige Herrschaft. Binnen eines einzigen Jahrhunderts einten sie die zerfallenen Länder. Und nur ein weiteres Jahrhundert später war ihr menschlicher Ursprung vergessen. Sie wurden zu Göttern oder Lichtgeborenen, als die sie sich verehren ließen. Doch je länger sie herrschten, desto mehr Stimmen wurden laut, die sie der Tyrannei bezichtigten.
Die lauteste davon war Dinara zu Arantias. Und ihm gelang schließlich das Unmögliche. Das einzige erleuchtende Religion ist ein brennender Tempel. Er scharte eine Armee um sich, stürzte die Lichtgeborenen und schenkte den Menschen ihre Freiheit wieder. Der Preis dafür war jedoch verheerend. Denn wo Machtlücken entstehen, entbrennen Kämpfe. Und so geriet die Welt in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Zerfallen, zerrissen und zerbrochen. All das waren gute Voraussetzungen dafür, dass niemand in all dem Chaos eines bemerkte. Der Tod der Götter hatte noch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Ein Uhrwerk, das lange stillgestanden hatte und dessen Zahnräder sich nun langsam wieder zu drehen beginnen. Dies ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte. Entschuldige, das war eben etwas harsch. Ich bin einfach nervös, das ist alles. Es war wieder der Traum, richtig? Ja. Es war wieder der Traum. Wenn wir für jede Nacht einen Groschen bekämen, in der du, seit wir uns kennen, schreiend aufgewacht bist, wären wir jetzt vermutlich mit unserem eigenen Sternschiff nach Enderal unterwegs. Und nicht so. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Hast du dich schon mal gefragt, ob du dich vielleicht tief in dir selbst verantwortlich machst? Also für das, was deinen Eltern passiert ist? Warum sollte ich diese Bastarde vom Schöpfertempel haben, das zu verantworten und nicht ich? Resolut wie immer. Wahrscheinlich hast du recht. Aber wer weiß. Vielleicht wird ja jetzt alles anders. Schon verrückt. Welche Wege das Leben manchmal geht, oder? Hier sind wir, auf dem Weg in ein fremdes Land. Hättest du mir das vor ein paar Wochen erzählt, hätte ich dich für wahnsinnig gehalten. Aber wenn diese Geschichten wirklich stimmen, dann gibt es keinen besseren Ort für einen Neuanfang. Nicht einmal Sklaverei soll es auf Enderal geben. Kannst du es glauben? Das ist doch unglaublich. Einzig und allein diese blinde Passagiersache bereitet mir Kopfschmerzen. Wer sein Schiff so schlecht bewacht, ist selber schuld. Außerdem hätten wir uns die Passage sonst niemals leisten können. Selber schuld? Wir sind Diebe, verflucht, Betrüger! Und anders als dir macht mir das hier keinen Spaß. Aber gut, ist ja jetzt auch vergossenes Wasser. Ich hoffe nur, dass wir es als Fremdländer auf Enderal leichter haben als die in Nerim. Deine Mutter war doch auch ein Flüchtling damals, oder? Woher genau kam sie nochmal? Das hast du mir schon 100 Mal erzählt, aber ich vergesse es immer wieder. So, das werde ich jetzt natürlich nicht in-game, also in-Character kommentieren, wie ich meinen Charakter erstelle. Das kann ich jetzt mal nutzen. Bin gerade sehr überwältigt von dem Ganzen. Ich finde es mega gut, wie das schon jetzt am Anfang inszeniert ist. Die Sprecher sind hammermäßig gut. So, Hauttönung. Ich möchte eigentlich wieder am ersten sowas Nordmäßiges spielen. Ich bin einfach so ein Nord-Fan. Haupttyp, was haben wir da? Um Gottes Willen. Machen wir so. Schmutz. Wir sind ja wohl aktuell so ein bisschen so ein Landstreicher. Hier so ein kleines, dezentes Närbchen. Ah, das sind die ganzen Standard-Skyrim-Bemalungen, aber ich möchte doch schon gerne eine haben.
Ich starte mal mit der da, lasse ich mal auf schwarz. Vielleicht, der Standardcharakter sieht schon allgemein in Ordnung aus. Gehen wir mal direkt weiter. Was haben wir denn für Augen? Der Hangover-Augenstil. Lassen wir mal so. Augenbrauen. Gehen wir direkt zu Haare weiter. Sind natürlich die ganzen Mod-Haare nicht installiert, wo ich auf Skyrim installiert habe. Aber ich möchte nicht so viel mit Mods rumspielen, nicht, dass ich da irgendwas kaputt mache. Die Nase muss ich dann noch ein bisschen ändern, glaube ich. Aber sonst Haarfarbe, lassen wir mal so. Bart. Ich nehme den da. Dann gehen wir mal nochmal schnell zur Nase zurück. Wo war denn das da? Nasentyp. Die Nasenlänge ist mal ein bisschen zu extrem. So. Und jetzt einen leichten Unterbiss. Wo ist ein Mund? Jetzt. So. Was gibt's sonst noch für einen Mund? Der ist gefällt mir besser. Fertig. Also nur damit ich mir das gerade merke. Dem kargen steppendurchzogenen Kontinent Arasial entstammen sind die Arasialer von der Spaltung ihres Volkes geprägt. Während die nomadischen Steppenbewohner ihre pantheistischen Bräuche pflegen, beachten die Küstenbewohner diese als primitiv und ringen um die Anerkennung als vollwertiger Teil der zivilisierten Welt. Halb Arasialer, okay. So, wieder zurück in Character. Meine Mutter. Sie war Arasialerin. Arasial, richtig, wie konnte ich das vergessen? Sie war eine der wenigen Dünenländerinnen, die jemals Fuß auf ein Schiff gesetzt hatten. Ja, ja. Naja, ich werde mich jetzt erstmal ein paar Stunden aufs Ohr hauen. Du bist nämlich dran mit Wache... Moment, hörst du das? Was? Ich höre nichts. Noch eins. Da ist wer. Oh, verdammt. Die Weiber von heute wollen einfach niemanden mehr, der ihnen den Hof macht. Das ist das Problem. Früher war das alles anders. Und jetzt genug gequatscht, wir sind da. Oh Mist. Wo habe ich denn bloß diesen dämlichen Schlüssel hingesteckt? Scheiße, was wollen die hier unten? Die Lampe, schnell, mach die Lampe aus. Du stehst näher dran, sich du Idiot. Und jetzt bloß leise bleiben. Na bitte. Hinein in die gute Stube. Boah, da stinkt hier drin ja wie die Eier des ersten Wartiern. Wie soll diese Kiste nochmal aussehen? Klein und mit einem Zeichen des Zuckerinselbunds drauf, glaube ich. Ah ja, richtig. Da ist der schwarze Wächter, warum die Kapitänin das so kurz vor der Ankunft noch unbedingt haben will. Du schaust oben, mich unten, alles klar? Alles klar. Scheiße, die lassen uns keine Wahl. Wir müssen was tun. Du übernimmst den Alten und ich den Jungen. Los! Wie stellst du dir das vor? Moment mal. Da ist wer. Einen Haken! Gib ihm einen Haken! Nimm
etwas. Warum bekomme ich den alten? Der hat vielleicht einen Dickschädel. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war gar nicht geplant. Überhaupt nicht. Was machen wir denn jetzt bloß mit den beiden? Ich sehe kaum meine Hand vor Augen. Sei bloß froh, dass ich dir nicht auf die Fresse gehauen habe. Fesseln und kneben wir sie. Sobald wir anlegen, schleichen wir uns raus. Der eine hat doch gesagt, dass es nur noch ein paar Meilen bis nach Enderal sind. Mit etwas Glück bemerkt bis dahin niemand, dass sie fehlen. Komm, hilf mir suchen. Irgendwo muss ja hier ein Seil oder sowas rumliegen. Und ich dachte, wir hätten das Gröbste überstanden, nachdem wir es an Bord geschafft hatten. Ach, guck mal, was er dabei hat. Ja, wir wollen ja hier nicht Nacht liegen lassen. Was hast du dabei? Ich mache jetzt mal wieder Licht. Mist, ich habe kein Feuer dabei. Hier drin ist es stockdunkel. Seil. Ah, ich habe eins gefunden. Arme, verirrte Seelen. Die Wahrscheinlichkeiten haben sich gegen euch gewandt. Wer ist da? Was zum... Wer seid ihr? Mein plötzliches Erscheinen verwirrt euch, aber meine Identität ist nicht von Bedeutung. Ihr, lieber Sirius, seid es diesmal leider auch nicht. Was? Scheiße, erzählt niemandem von uns, bitte! Wir wollten doch niemandem etwas Böses. Diese Kerle sind einfach... Ihr bittet mich, euch nicht zu verraten, weil ihr nichts Böses im Sinn hattet. Und ich glaube euch. Aber leider werden meine Taten nicht von Mitgefühl bestimmt. Der erste Flügelschlag muss geschehen, damit sich die Wahrscheinlichkeiten fügen können. So wie sie es schon immer tun, seit Äonen. Es tut mir leid, Sirius. Wovon redet ihr denn da? Was macht ihr mit uns? Nein, was tut ihr da? Lass mich runter! Sirius! Alles in Ordnung bei dir! Sirius! Bis Rick und Sebald euch zufällig entdeckt haben. Daraufhin habt ihr die beiden verprügelt. Und als ihr sie fesseln wolltet, ist plötzlich eine... Oh, Scheiße, sie haben uns gefunden. ...und hat euch mit Wildmagie überrumpelt. Richtig? Ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber so war's. Bitte, Madame. Wir hatten einfach keine Wahl. Das müsst ihr uns glauben. Der Krieg, es... Wir wollten doch einfach nur etwas Frieden. Und eine zweite Chance, mehr nicht. Frieden. Ja, ich verstehe. Ihr wolltet ein neues Leben in einem neuen Land. Und da mein Schiff das einzige ist, das seit den Kriegen überhaupt noch so weit fährt, wart ihr förmlich gezwungen, ohne Bezahlung mitzufahren. Ja, wir könnten für euch arbeiten, Madame. Das Deck schrubben, Kartoffeln schälen, irgendetwas, wie wir unsere Schuld abbezahlen können. Und wenn wir erstmal... Wirklich, wirklich herzerweichend. Aber seien wir doch mal ehrlich. Ihr hattet sehr wohl eine Wahl. Ihr hättet bei mir anheuern können, wie die anderen auch. Aber das habt ihr nicht getan. Stattdessen habt ihr euch in meinem Schiff eingenistet wie die Fleischmaden und auf den Schultern meiner Mannschaft ausgeruht. Und jetzt erzählt ihr mir irgendeine Scheiße von verschleierten Frauen und Wildmagie? Sagt mal, für wie dämlich haltet ihr mich eigentlich? Ich kenne eure Sorte. Ihr seid ehrlose Halsabschneider, Straßendiebe, nichts weiter. Habt wenigstens den Schneid und steht dazu. Was? Nein, ihr täuscht euch. Bitte, lasst mich erklären. Und ihr werdet... Eure Erklärung interessiert mich so viel wie ein Stück Dreck unter meiner Stiefelsohle. Richte ihn auf, Ruga. Aber Herrin, sie... Tu es. Jawohl. Tut mir leid, Junge. Ihr hättet in Nerim bleiben sollen. Aber... Was? Aber das könnt ihr doch nicht tun. Oh doch. Das kann ich. Nein. Oh mein Gott. Nein, Sirius! Du verfluchte Schlampe!
Sie mal eine an, da ist jemand aufgewacht. Fesselt ihn und dann schickt sie zu den Fischen und zwar schnell, bevor mir schlecht wird. Viel Spaß in eurem neuen Leben.